Ja, es gibt ein Problem, dass du dich ja einfach an die Teilnehmer ranmachst. Wie unprofessionell kann man eigentlich sein? Also wir sind aber auch kein Paar. Es geht gar nicht. Also es ist keine Beziehung. Ach, wir sind kein Paar? Danke, du Arschloch. Rutsch doch einfach ran, was bist du für ein kleines Kind, wie unnötig ist das? Als ob er sich den, nicht vorbei. Ja, als ob er sich Chiara den Weg macht. Warum soll er jetzt 3 Meter um den Tisch fahren und ich... Malte, rede nicht für mich. Was für dich? Ja, es ist einfach, halt, mach du mal, was willst du denn jetzt von mir? Was für ein Held? Halt dich doch einfach raus. Was? Guten Morgen! Sag mal, boah, krass. Geht's eigentlich? Was ist mit euch los? Wenn ich schon längst an der WG suchen würde, wie spätestens Sie jetzt anfangen? Nee, ich schau einfach mal. Ich bin auch noch stopp, oder was? Hier geblieben. Was willst du? Warum schreist du denn so? Ich schreie hier rum, weil ihr schreit. Warum schreit ihr? Also, hier zieht niemand aus, okay? Naja, wir können abstimmen. Nein, wir werden nicht abstimmen. Wir werden alle hier wohnen bleiben, okay? Weil es eigentlich cool ist. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch... Es tut mir leid, dass eure ganzen Beziehungen nicht funktionieren, ja? Aber... Könnt ihr euch vielleicht mal zusammenreißen? Vielleicht mir zuliebe? Ihr wohnt doch eigentlich gerne hier, oder nicht? Es ist doch cool hier im Loft. Ja, meine Wohnung ist cool. Ja, da sind wir uns da doch schon mal einig. Ja, aber die Vibes sind für den Arsch und darüber brauchen wir Leute, die hier okay, wohnen. Aber um die Vibes werden wir uns heute kümmern. Ich habe nämlich eine Idee. Ich habe was vorbereitet. Wir werden heute alle zusammen was unternehmen. Nö. Gott. Doch. Wir wohnen schon zusammen. Ist so, jetzt sollen wir doch unsere Freizeit miteinander verbringen? Ja. Warum? Weil du hast dich gerade noch beschwert über die Weiß. So. Ja, und weil ich will nicht wieder an zu diskutieren, das wird jetzt gemacht. Ich bin hier so ein bisschen die Mama und deswegen darf ich auch sagen, was ihr heute macht. Du gehst erst zur Berufsschule, dann kommst du früh wieder nach Hause. Wir müssen eh alle erst abends arbeiten. Und dann machen wir heute mal alle was gemeinsam. Schön, danke. Wie meinst du nur? Ja, bis dann, Toni, ne? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ey. Ich glaube, ich verschlafe gleich noch mal eine Runde. Das machst du nicht! Hanne, danke nochmal, dass das so spontan geklappt hat, ne? Ja, wir haben alle richtig Bock. Doch, das wird richtig schön, wir freuen uns. Ja. Ja, ja, bis später. Tschüss! Ich hab solche Kopfschmerzen. Oh. Ich brauche unbedingt was zu trinken oder so. Ja, guck mal, das trifft sich gut. Wir haben was zu trinken. Aber so doll hatte ich echt lange keine Kopfschmerzen mehr. Da kannst du später gar nicht mitkommen, ne? Ich glaub nicht. Oh. Mann, 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 ich hab keinen Bock. Was ich weiß, dass du keinen Bock hast. Warum sollen wir alle zusammen irgendwo hingehen? Weil das total cool ist. Du weißt, nein, wir werden uns nicht streiten. Wir machen das ja um... Ah, hallo, hier geblieben. Ich rede mit dir. Sorry. Ja. Das wird gut. Ja, total. Ja. In der Kombi. Ey, jetzt reiß dich einfach mal zusammen, okay? Wir können auch hier bleiben und streiten. Nee, hallo. Wir streiten uns ja nicht. Du, Toni, ganz kurz, ich möchte... Ich könnte... Ich habe aber keinen Bock, deswegen wird das leider nichts. Und ich muss nach Flügen schauen. Hier geblieben. Chiara, und was musst du? Ich schaue nach Flüge nach Thailand. Ich möchte hier nämlich nicht mehr sein, glaube ich, jedenfalls. Verstehe ich. Deswegen. Okay, stopp, es reicht. Könnt ihr euch jetzt mal alle zusammenreißen? Ich reiß mir hier den Arsch auf, damit das hier irgendwie funktioniert, ja? Und was macht ihr? Ich hab keinen Bock, ich hab euer Kopf. Und du willst nach Thailand? Spinnst du? Hier zieht niemand nach Thailand. Wir bleiben alle hier. Das ist doch scheiße. Toni, Ja, jetzt kommst du noch um die Ecke. Was hast du? Auerbauch? Ah, nee, noch besser. Deine Beine tun dir weh. Und deswegen kannst du nicht mitkommen? Danke. Bodenlos. Ich wollte eigentlich bloß fragen... Wegen des DJ-Sets heute Abend, da wollte ich mal Rücksprache mit dir halten, aber... Er hat natürlich nichts dagegen, er hat da richtig Bock drauf. Es tut mir leid. Alles okay. Ja, okay. Das ist... Leute, jetzt mal ernsthaft, okay? Ich hab's schon mal gesagt, es tut mir leid, dass eure Beziehungen irgendwie alle auseinandergegangen sind, ja? Aber da kann ich nichts für. Und wir leben hier alle unter einem Dach. Deswegen wäre es einfach mal schön, wenn wir heute noch mal alle gemeinsam Spaß haben würden. Dann finden wir wieder zueinander und es läuft wieder. Ja. Ja. Okay. Alle gemeinsam Spaß haben. Vielleicht ist ja Max auch dabei. Boah. Tolle Idee, Toni. Mach mal.
Tatort, ne? Und dann kommen wir alle dahin und dann wird das schön. Danke nochmal, dass das so spontan auch geklappt hat, ne? Gerne. Nachdem du mir neulich den VIP-Bereich im Matrix hergerichtet hast für meine Kollegen und mich, ist das doch gar kein Problem. Ja, das war auch gar kein Problem. Cool, dass das jetzt so klappt. Ja, also, wenn deine Freunde jetzt noch später kommen, ich muss das leider von der Kurszeit dann auch abziehen. Ja, die, die müssten sofort da sein. Mhm. Ja. Okay. Da ist schon der Erste. Hallo, herzlich willkommen. Ja, moin. Ja. Hi, live. Hanno. Hi, freut mich. Und die anderen? Ja, die kommen auch gleich. Wir sind so ein bisschen versetzt gelaufen, weil wir nicht gleichzeitig losgehen wollten. Ihr habt zusammen jetzt alle so einen Meter Abstand. Ja, Sicherheitsabstand, ne? Genau. Hallo. Einfach, dann hat jeder sein Tempo auch. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Cool, dass du da bist. Danke. Mhm. Genau, das ist Malte. Hallo, ja. Hanne. Ja. Und Vanessa. Hallo. Hier ist ja gar nicht so. Was machen wir jetzt? Ja, wir kochen hier. Sieht man doch. Wir kochen. Ja, sicher, wir kochen jetzt was hier gemeinsam. Ist doch cool. Ja. Unnötig. Ja, wenn die Idee nicht von dir ist, ist es scheiße. Ne? Oh, Chiara, wer hat dich eigentlich gefragt? Sag einfach mal ruhig. Oh, du nervst, deine Stimme ist so. Ich hab okay, weißt du, hier und hier. Wir haben ja jetzt Spaß zusammen. Ja. Genau. Deswegen sind wir alle leise und hören Hanne zu. Genau. Spaß, kochen, passt doch gut zusammen. Ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal in die Küche und fangen an. Sehr gut. Also, einmal mir nach, bitte. Ladies first. Bekocht werden macht Spaß. Mhm. Oh, es macht auch Spaß zu kochen, Leute. Begeisterung sieht auf jeden Fall anders aus. Jetzt kann ich ja eigentlich nur hoffen, dass wir ja alle lebend wieder rauskommen. Malte! Oh mein Gott, ich habe das Messer gefunden. Das heißt, wir müssen uns keins mehr teilen. Ich habe die Karotten gemacht. Gut. Hast du die gewaschen? Nein. Läuft bei euch alles, ja? Ja. Alles cool. Wenn du Bauchschmerzen kriegst, dann hast du keine Sachen. Wo ist das? Ja, das war ein ungewaschener Wurm. Irgendwie läuft's. Gut, oder? Gut. War es eine gute Idee oder war es eine sehr gute Idee? Ja, doch, ist schon eine echt coole Idee. Ich habe jetzt auch echt Hunger und Bock auf Sushi. Aber oder? Ey, guck mal, die haben richtig gut geschnitten. Scheint ein richtiger Profi zu sein. Nochmal. Sogar, Malte und Kira. Das ist so gut geschnitten. Du scheinst ein richtiger Profi zu sein, Toni. Ja, Vanessa, du hast es auch gut gemacht. Braucht manchmal ein bisschen Lob. Ja. Kannst du es vielleicht einfach sein lassen? Hm? Wir haben doch gerade gesagt, dass das eine gute Idee war. Ja, war es auch. Aber fällt dir das nicht auch auf, dass sie sich die ganze Zeit voll an live reinschmeißt? Erst packt sie mich und ihn in ein Team, obwohl wir keinen Bock drauf haben. Das kriegt sie ihm die ganze Zeit so einen Arsch. Aber ganz ehrlich, was soll sie machen? Sie wird eh nicht glücklich mit dem. Ist mir eh egal. Ist dir eh egal. Ganz ehrlich, sie macht einfach nur ihren Job. Ich meine, das ist ihr Kochkurs, deswegen engagiert sie sich einfach. Ja. Vorhin stand sie auch länger bei Malte. Ja, immer bei den Kerlen, aber okay. Kannst du dich einfach freuen, dass wir jetzt hier sind und es läuft alles? Sie will bestimmt einfach nur, dass wir nachher eine gute Bewertung abgeben und vielleicht nochmal wiederkommen. Ja? Ja. Das läuft echt besser, als ich gedacht hätte. Und Vanessa hört sogar ein bisschen auf mich. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für die WG-Familie. Ich kann nicht mehr. Oh, ich kann auch nicht mehr. Und danach ins Bett, wa? Da bin ich dabei. Puh, aber es war richtig gut, oder? Ja, war lecker, war gut. Hat Spaß gemacht. Ich finde es cool, dass wir das alle zusammen gemacht haben. Ich danke, auch. Toni. Live, wir legen unser Handy weg. Na, wir sind eine WG-Familie und... Okay, wir können abräumen. Cool, danke, Mama. Oh, ja. Hallo, pack mich nicht an. Es ist nur ein bisschen Sojasauce hallo, da. Wir sind nicht mehr zusammen, okay? Und du brauchst mich nicht einfach anfummeln. Lass das sein. Sag einfach, was ich mach selbst. Ja. Mach selber, Alter. Wow. Okay, ja? Hallo. Okay, vielleicht sage ich zum Abschluss dann auch noch mal was. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, trotz der anfänglichen Schwierigkeiten. Ja.
Ja. Und live, vielleicht hast du dein Talent ja heute auch entdeckt. Wenn du Lust hast, kannst du ja mal drüber nachdenken, ob du hier ein Praktikum machen möchtest. Ach, ja. Denk doch mal drüber nach, ob du hier vielleicht ein Praktikum machst, oder? Gibt's irgendwie ein Problem, also in eure Beziehung? Ja, es gibt ein Problem, dass du dich ja einfach an die Teilnehmer ranmachst. Wie unprofessionell kann man eigentlich sein? Also wir sind aber auch kein Paar. Also es ist keine Beziehung. Ach, wir sind kein Paar? Danke, du Arschloch. Die sind wir auch nicht. Nicht mehr. Okay, stopp. Ich lasse mir ganz sicherlich nicht sagen, dass ich mich an irgendwelche Kursteilnehmer hier ranmachen würde. Ich würde dich jetzt bitten zu gehen. Das wird euch alle. Gehen. Ja, schon. Ich hoffe, ihr kommt auch nicht wieder. Vielen Dank. Werden wir nicht. Dankeschön. Nein, jetzt kriegst du mal die Klappe, Mensch. Komm, ich helfe dir. Nein, hilf mir. Mann, oh mein Gott. Du so blöd. Hey, hey. Ich mach dein Leben nicht und ich kann die Sachen alleine. Jetzt schon. Lustig. Cool. Ey, ich fass es nicht. Gerade war noch alles friedlich und jetzt? Ja, willkommen im Irrenhaus. Klasse Kochkurs, ne? Ey, ich hab ein Praktikum. Ja. Voraussichtlich. Stark. Meinst du, dann bist du jetzt internationaler Koch, oder was? Ja, normal. Da fange ich bei Joe auch noch an. Der hat auch asiatische Küche. Ja, und ich kenne mich mit der Gastro schon aus. Ja. Hallo? Ja, hallo. Hi, können wir Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ja, ich suche die Frau Brandt. Oh, ja, gefunden, ja. Würde ich sagen. Ja, richtig. Das bin ich. Ah, sehr schön. Ja, hallo. Kann ich mich mal vorstellen? Peter Lunke ist mein Name. Hallo, grüßen Sie. Moin, hi. Ach, hi. Ich bin Ihr neuer Vermieter. Hey. Ach, krass. Ja, genau. Und wollte mich auch dementsprechend mal vorstellen. Ah, okay. Ja, unser Briefkasten, der ist auf der anderen Seite beim anderen Eingang, aber müsste ich da nicht irgendwie eigentlich früher Bescheid kriegen, wenn Sie jetzt irgendwie ein neuer Vermieter oder so? Da haben Sie recht, aber deswegen bin ich ja schon persönlich bei Ihnen jetzt sogar, ne? Und Sie kennen sich ja auch noch ein bisschen mit Mietrecht aus, denke ich mal, ne? Ein bisschen. Ich habe hier einen Brief für Sie, den werden Sie auch ganz bequem, auch ganz locker lesen können. Und ich wünsche Ihnen aber trotzdem erstmal noch einen schönen Abend, ne? Ja. Alles klar. Ich Ihnen auch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Okay. Warum trotzdem? Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend. Ja, vielleicht hat er gehört, dass unser Kochkurs so gut war. Jo. Wie ist der Paul? Boah, ey. Paul. Ich weiß schon wieder nicht den Namen, ne? Der ist gerade erst weg. Petrus. Also hier steht da drauf. Peter Lunke. Peter Halunke. So, Halunke. Sehr geehrte Frau Brandt. Danach hat er aufgehört, so zu schreiben, oder was? Ach, ist so ein Informationsschreiben. Wie sieht's aus? Wollen wir arbeiten gehen? Wir müssen uns ja jetzt auch fertig machen, ein bisschen beeilen, ne? Ja, dann los. Ja. Fuck, ey, das hat mir gerade noch gefehlt. Ich muss jetzt cool bleiben. Lieber jetzt niemanden aufregen. Die Stimmung hier in der WG ist eh schon scheiße genug. Ja. Hey, hallo. Hey. Wie geht's dir? Gut, dir? Guck mal, Toni, die Idee mit dem Kochkurs, das war eine super Idee, okay? Nur das Ende war halt ein bisschen schwierig. So zwischendrin hat man ja schon nur das Gefühl gehabt, alles klar, jetzt wird's wieder, aber... Live, sind wir doch mal ehrlich, die Idee war absolut scheiße. Nein. Doch. Wie naiv kann man denn sein und denken, dass ein Kochkurs alle Probleme bei uns im Loft lösen würden? Ja, ist ja auch nicht so ganz einfach, mit zwei getrennten Pärchen unterm Dach zu wohnen. Aber das ist eigentlich gar nicht das Problem. Nicht? Was ist denn dann das Problem? Ich hab dir nicht ganz die Wahrheit gesagt wegen diesem Brief, den ich von dem Vermieter gekriegt habe. Geh selbst. €600 mehr? Ja. €600 mehr Miete. Hat der Dachschaden? Das kann er doch nicht einmal so machen, oder? Wie sollen wir das machen? Ganz ehrlich, wie soll ich... Ich weiß es nicht. Ich... €600. Ich habe, als Nino ausgezogen ist, ja, seitdem übernehme ich den Part auch noch von seinem Zimmer. Okay, war in Ordnung. Ich verdiene hier genug, aber... €600 Mieterhöhung? Das kann ich nicht alleine stemmen. Und euch will ich das auch nicht zumuten. Ich meine, Chiara, die ist Auszubildende. Die hat ein Gehalt von... Ich...
Okay, erstmal jetzt tief durchatmen, okay? So. Es muss wieder Harmonie einkehren. Und wenn wir uns alle mal ein bisschen zusammengerissen haben, so, ich muss auch meinen Kriegsball mit Vanessa so langsam mal begraben, dann können wir gemeinsam nach einer Lösung suchen, okay? Wir alle. Für gemeinsam, da muss ich den anderen das erstmal beichten. Life, das war's. Das war's mit dem Loft. Wir können's knicken. Ich habe keine Ahnung, wie ich denen erklären soll, dass wir einfach mal 600 Euro mehr zahlen müssen. Komm, du sag mich doch, halt dein Maul, was ist das? Ich spüre, dass da irgendwas zwischen Lynn und Jonas ist und ich werde auch herausfinden, was das ist. Wir wollen einen Film gucken. Ihr trifft sich Gender mit Lynn. Identifikation. Wir hatten da auch manchmal Spaß in der Vergangenheit. Wir müssen sprechen. Sina hat sich öfters mit Leuten in den Haaren und rastet förmlich aus. Und das ist nicht mehr normal. Vielleicht sollten wir doch eine Beratungsstelle aufsuchen, einen Spezialisten, der sich um sie kümmert.